Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen netten Video. Ich bin euer Mr. Ben 1974 und ja, das ist sozusagen Teil 2. Bevor jetzt einer wissen will, wann nimmst du das denn auf? Es ist gerade 19.20 Uhr. Nur damit ihr das wisst. Montag, 19.20 Uhr. Ne? Muss ja nach der Oscar-Verleihung sein. Sonst wäre ich Hellseher und dann würde ich nur, bräuchte ich nicht einmal Videos auf YouTube machen. Ich wäre anders reich. Um den Gag auch nochmal wieder aufzugreifen. Kurz eine Sache, um da auch einzugehen, das wird jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, da müsst ihr jetzt mal 10 Sekunden weghören, wer das nicht gebrauchen kann. Ich wurde so gefragt, sag doch auch mal was hier zu hier Wrestling und WrestleMania und auch hier warne ich schon mal vorweg, das wird die gleiche Abteilung sein, wie wenn ich mich über die heute Gameswelt auslasse. Das wird eine Menge Leute nicht gefallen, also, aber ich hatte das schon mal vor, so gesehen, da jetzt mittlerweile schon, ich glaube, jetzt sind wir schon bei zweistellig, die das haben wollen, mache ich das. Ich weiß noch nicht wann, ich werde, wenn alles gut läuft, WrestleMania live sehen dürfen, müssen, können, sucht euch das Verb aus, was da passt und so gesehen, da werde ich dann sowieso sabbeln. Ich weiß noch nicht, wann ich den Vorbericht mache, weil ihr wollt ja unbedingt wissen, was ich von solchen tollen Matchups halte. Ja, nix. Kann ich relativ schnell machen. Ich halte das für Geldabzocke und teilweise wirklich Mainstream-Rotz, aber gut, damit scheint man ja wohl Geld zu verdienen. So, passend zu diesem Thema kommen wir jetzt zu dem, was da ist. Aber bevor wir zur großen, tollen Oscar-Verleihung kommen, ich schwamme mir was zur Show zu sagen, die war genauso mittelmäßig und so unwichtig, wie es in allen Jahren der Fall war. Also das ist, man kann jetzt auch diskutieren, ob dieser Preis überhaupt irgendeinen Wert hat, aber ich weiß, dass es ja bei Schauspielern dann doch noch einen Euro mehr gibt, wenn man das hat und nicht. Und deswegen, die Relevanz mag größer sein, aber trotzdem, die Veranstaltung könnte auch der Bambi, die goldene Kamera, der Melzdorfer Kleinerstellerpreis sein. Das macht, glaube ich, nicht mehr groß irgendeinen Unterschied. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen, da spare ich mir das. Was ich aber nicht spare, ich weiß, da sind ganz große Leute Fans drauf, das wurde auch dieses Jahr komplett ausgespart. Ihr kennt die goldene Himbeere, die Veranstaltung vor dem Oscar, wenn man so will, der Anti-Oscar mit der schlechtesten Leistung. Und ich weiß auch schon, warum sich die Leute das ausgespart haben, weil ich sehe ja, wer hier 80.000 Mal gewonnen hat. Und das kann man eigentlich relativ schnell und einfach machen. Ich fange mal einfach vorne an. Also, wir fangen mit der goldenen Himbeere an. Schlechtestes Ensemble, überraschenderweise. Wer konnte damit rechnen? Die Besetzung von Breaking Dawn, Teil 2. Ja, habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Diesen Jahrhundertfilm, der... Das übrigens vielleicht in die Kommentare. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen so große Aktionstage. Schreibt mir mal in die Kommentare für denjenigen. Ich weiß, ich kenne ja sogar Leute, die Bücher gelesen haben. Einfach nur mal so, der fünfte, also der 4.2, den ich noch nicht hinter mir habe, soll ja angeblich der beste sein. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Highlights, die ich nicht gesehen habe. Ich fand nur zum Beispiel Nebengeschichten in Teil 3 interessanter als die Hauptgeschichte. Das fiel mir nur so. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendeinen, der der Meinung ist, das verteidigen zu dürfen. Bitte hier in die Kommentare. Ich möchte da ein bisschen ausgeglichener sein. So, schlechtestes Drehbuch, überraschenderweise nicht mal Breaking Dawn, sondern der Chaos Dad. Und wer sich diesen Mist mal angeguckt hat, ich werde ihn mir wahrscheinlich unter Protest angucken, aber ich kenne Leute, die haben ihn hinter sich und ich glaube, die mussten dann wirklich in die Therapie. Also das muss wirklich scheiße sein und da gibt's auch wahrscheinlich nichts, um das gut zu reden. Schlechteste Regie, überraschungsweise wieder Breaking Dawn Teil 2. Ich guck mal immer, ob da noch sowas anderes, ja, so Battleship steht meistens auch immer ganz gut dabei. Schlechteste Neuverfilmung, ja. Warum sie da Breaking Dawn gemacht haben, aber wahrscheinlich wegen der Fortsetzung oder Fortsetzung, ja, klar. Ja, Ghost Rider, Spirit of Vengeance, ihr wisst, was ich davon halte, nämlich nichts. Piranha 2 hört sich schon richtig gut an und Red Dawn, das ist ja das Remake, das soll auch unterirdisch sein, das werde ich mir irgendwann dann auch mal antun. So, schlechtestes Leinwandpaar, jetzt sind wir so bei den MTV Video Präsentationen, Breaking Dawn, aber witzigerweise nicht Kristen Stewart und Pattinson, sondern Mackenzie Foy und Taylor Lautner. Sicherlich können Leute damit mehr was anfangen als ich. Ich glaube, ich kann es mir vorstellen, aber ich halte mich da raus. Schlechteste Nebendarstellerin, jetzt wird's schon spaßender. Rihanna in Battleship. Also ich sag's ganz ehrlich, Battleship war so ein Trash. Also das war noch, ich sag mal, vom Unterhaltungsfaktor noch bekloppter als Transformers 2. Aber ich fand ihn jetzt nicht so scheiße. Aber
Vielleicht war das auch ein Tag, wo ich hätte alles gut finden können. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, Rihanna in Battleship, sie sollte nicht schauspielern. Das kann ich, glaube ich, vorwegnehmen. Schlechtester Nebendarsteller, ja, Taylor Lautner in Breaking Dawn Teil 2 hat dann geschlagen David Hasselhoff in Piranha 2. So gesehen muss man Piranha 2 dann wohl sehen. Geschlagen Liam Neeson in Battleship und Zorn der Titanen. Zorn der Titanen ist auch, glaube ich. Ach, das zieht euch auch die Schuhe aus und die Zähne. Und Vanilla Ice geschlagen in der Chaos Dead. Also ich sag auch, ne, Vanilla Ice, 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 Baby. Ja, da ist er noch. Und ja, schlechteste Schauspielerin überraschenderweise Kristen Stewart. Und gleich doppelt abgeräumt für Snow White and the Huntsman und Breaking Dawn Teil 2. Ja, wie schon gesagt, auch da hier Community-Aufgabe. Es hat mir mal jemand gesagt, die hat auch gute Filme gemacht. Schreibt die mal in die Kommentare. Ich gucke mir die an. Ich möchte der guten Dame ja nicht total wehtun, aber mit dem einen Gesichtsausdruck, ne. Ne. Schlechtester Schauspieler, Adam Sandler in der Chaos Dead, vollkommen verdient. Muss man ganz ehrlich sagen. Das, was ich davon bis jetzt gesehen habe, vollkommen verdient. Schlechtester Film, überraschenderweise Breaking Dawn Teil 2. Und ich glaube, dann haben wir es auch schon. Das war die goldene Himbeere. So, jetzt kommen wir zu dem, was wir eigentlich sehen wollen. Fangen wir mit dem an, ich sag mal, was für mich eigentlich eine Überraschung war. Der erste Oscar, beste visuelle Effekte. Gewonnen, Life of Pi. Ihr wisst ja, das ist der Film, den ich mir noch ansehen will, den ich also noch nicht im Kino gesehen habe, den ich jetzt auch wahrscheinlich im Kino gar nicht mehr sehen kann, aber wir werden dann ja irgendwann im Heimkino mehr ansehen. Der hat tatsächlich die Avengers geschlagen. Der hat tatsächlich den Hobbit geschlagen. Und man mag über die Verfilmung des Hobbits meckern, wie man will. Die visuellen Effekte, auch dieses in High Frame Rate. Also, wenn das kein Oscar kriegt, also das tut dem Herrn Jackson wahrscheinlich schon weh. Bester Tonschnitt, ein Zweifachgewinner, nämlich Zero Dark Thirty und James Bond Skyfall. Hat damit Argo geschlagen, Django Unchained geschlagen, Life of Pi geschlagen. Ich habe Zero Dark Thirty noch nicht hinter mir, plane ich aber auch noch. Ja, und Skyfall, also der Ton ist echt gut in dem Film. Also ich meine, gut, der Film ist sowieso gut. Da sind wir wieder bei dem Punkt, warum ist nicht Dark Knight oder so überhaupt irgendwo oder Christopher Nolan? Wir kennen das ja. Egal, aber auf jeden Fall, immerhin hat Skyfall seinen Oscar. Und ich kann es vorwegnehmen, da kommt gleich noch einer. Bester Ton? Ja. Les Miserables, war klar, ist ein Musical, überrascht jetzt nicht wirklich. Ich freue mich schon darauf, wenn ich es dann mal sehe, weil Russell Crowe muss so unterirdisch singen. Da kann ich mich wahrscheinlich sogar hinstellen. Das muss echt wahrscheinlich eine Körperverletzung hoch 5 sein. Das werde ich mir dann aber mal irgendwann auch antun. Ja, bester Filmsong. Ich sag's mal, was hier so steht. Hier haben wir so Sachen von Life of Pi, hier was von Les Miserables und Everybody needs a best friend und all so ein Unsinn. Natürlich, Skyfall von Adele ist auch sehr passend, ist auch sehr James Bond-like und dass die gute Dame singen kann, das wissen wir, glaube ich, nicht erst seit gestern. So gesehen kann ich damit leben. Ne? Warum nicht? Beste Filmmusik, da war auch wieder Skyfall nominiert. Da hat dann aber Life of Pi wieder gewonnen. Life of Pi war sowieso der Abräumer. Ich glaube, ihr könnt mal durchzählen. Ich glaube, die sind bei 4 oder so gewesen. Aber gut, kann man machen. So, bestes Make-up und beste Frisuren, immer ein ganz wichtiger Oscar. Und auch hier hat der Hobbit nichts gekriegt, sondern hier ging es an Les Miserables, obwohl das ist, ich sage mal, bei so typischen Kostümfilmen ja nicht so selten. Bester Schnitt, auch das wird ein Film, den wir dann auch weiter mal kriegen, ist Argo. Ja, wir wissen ja, das wird dann auch sicherlich der ein oder andere mal, oder beziehungsweise ich habe den vor, auf jeden Fall definitiv zu gucken, wenn er jetzt mal rauskommt. Da könnte man davon ausgehen. Also, ja, ich meine, wir können ja über unseren super Schauspieler aus Pearl Harbor und Co. meckern, wie wir wollen. Aber als Regisseur macht er mittlerweile einen guten Job, das muss man ganz ehrlich sagen. Also Argo werde ich mir definitiv angucken. Also gut, hat da gewonnen. Bester Dokumentarfilm, ja. Ihr wisst, null Ahnung, nix. Ich spreche ihn mal aus. Innocente, keine Ahnung. Innocente, was auch immer. Keine Ahnung, ging kein Mensch. Bester Dokumentarfilm, ja. Searching for Sugar Man.
Mein Gott, mach mal. Also, ja, da ist er übrigens, Ben Affleck, da steht er übrigens, genau. Ben Affleck, der neue kommende Superregisseur. Ja, bestes Kostümdesign. Ja, die üblichen Kandidaten, ne? Snow White, Les Miserables, Spieglein, Spieglein war, glaube ich, auch irgend so eine Schneewittchen-Verfilmung, ne? Ich glaube, die habe ich noch nicht hinter mir. Ja, Anna Karenina hat gewonnen, gut. Ist auch so ein Oscar, der, glaube ich, für uns jetzt total spannend ist. Beste Kamera hingegen wieder. Nochmal Life of Pi, hat dann mit Django geschlagen und Skyfall. Lincoln kommen wir gleich noch zu. Bestes Szenenbild, genau, Lincoln. Habe ich noch nicht hinter mir, kann ich noch nichts zu sagen. Hat aber damit natürlich auch wieder Les Miserables geschlagen und den Hobbit geschlagen und Life of Pi geschlagen. So, bester Kurzfilm. Curfew. Auch wieder, meinetwegen. Keine Ahnung. Bester animierter Kurzfilm im Flug erobert. Originaltitel Paperman. Wer Ralf Reichts gesehen hat im Kino, der kennt diesen Walt Disney Kurzfilm. Ja, ist technisch, glaube ich, relativ nett gemacht, aber ist eigentlich auch so das übliche Love Story mit so, ja, fängt so mit so einem, ja, so Papierfliegern an. Und, aber kann man sich angucken, ist aber jetzt auch nichts, was noch nicht 122 Mal da gewesen ist. Aber gut, den habe ich gesehen, da kann ich mitreden. So, bester fremdsprachiger Film, das habt ihr wahrscheinlich auch schon überall gelesen, gehört, hat Liebe bzw. Amour gewonnen. Deutsch-österreichische Koproduktion, ich glaube mit französischen Darstellern oder so, also halb wieder so eine europäische Produktion. Der Michael Haneke hat damit gewonnen und irgendwie, jetzt haben wir ja gehört, der ist mit Christoph Waltz dann irgendwie auch über drei Ecken verwandt und ja, meinetwegen, sollen sie mal. Das ist mir egal. Bester Animationsfilm, ja. Merida. Ja, gut, was hatten wir mal? Frankenweenie von Tim Burton sagt mir noch nichts. Paranorman habe ich, glaube ich, was von gesehen. Piraten sagte mir gar nichts. Und Ralf Reichts, da war ich im Kino. Also gut, kann man machen. Ist aber, glaube ich, auch nicht ein Film, wo man sagen kann, da hat Disney Geschichte mitgeschrieben. Aber ich sag mal, wahrscheinlich gab es nichts Besseres. Bestes adaptiertes Drehbuch. Argo, ne? Klar. Bestes Originaldrehbuch, da jubeln wir doch mal alle. Django, Quentin Tarantino, vollkommen in Ordnung. So, da ging es auch langsam los, wo man sagen kann, das waren auch so die richtigen, die dann gewonnen haben. Beste Nebendarstellerin dann Anne Hathaway für Les Miserables. Also wer diese Szene mal gesehen hat, könnte mal googeln, wo die gute Dame mal sich da halb tot singt. Also das haut euch schon alles aus dem Ding. Also meine Fresse. Also wenn die sich nicht da für die Rolle umgebracht hat, dann weiß ich es auch nicht. Damit hat man so, ne, Helen Hunt geschlagen, Sally Field geschlagen, Amy Adams geschlagen. Dann bester Nebendarsteller. Habt ihr wahrscheinlich auch schon 17.000 Mal gehört. Natürlich Christoph Waltz, klar. Da ist er, sein zweiter. Könnt ihr übrigens mal kommentieren, was er denn meint, wo seine Performance denn besser ist, jetzt in Django oder eben in Inglourious Basterds. Ich fand Inglourious Basterds noch tacken, weil er eben einfach noch 10 Nummern bedrohender war. Ich meine, hier bei Django ist er ja nicht bedrohend, aber hat er mit so Leute geschlagen wie Tommy Lee Jones und Robert De Niro. Also kann man auch zufrieden sein. Aber wie gesagt, auch da kann ich nur sagen, geniale Performance in Django Unchained. Bin ich sehr zufrieden. Beste Hauptdarstellerin, ja, Jennifer Lawrence, ihr wisst, da bin ich, will nicht sagen Fan, aber die kann auf jeden Fall eine Menge für Silver Linings. Kann man diskutieren, ob das zu früh kommt oder ob das passend kommt. Egal, wie schon gesagt, soll sich freuen. Dafür durfte sie ja, glaube ich, einmal die Treppe runterfallen oder hochstolpern, wie man will. Ja gut, hat sie gewonnen, ist okay, kann ich mitleben. Ne, kriegst du jetzt ein paar Euros mehr. Ist einfach so. Und die hat ja, glaube ich, noch genug Filme in der Hand. Und ja, wer sie kennt von Hunger Games oder X-Men, also kann man zufrieden sein. Also übrigens hier Silver Linings ist auch mit Bradley Cooper, der soll da auch einen relativ guten Job machen, deswegen wurde er dann auch nochmal als bester Hauptdarsteller nominiert. Da hat dann aber Daniel Day-Lewis für Lincoln gewonnen. Das soll auch eine super Performance sein. Hugh Jackman in Les Miserables, ja, Hugh Jackman kann das. Das kann ich mir schon vorstellen. Und Denzel Washington in Flight habe ich gesehen. Das war schon gut. Aber ich sag mal, da gibt es wahrscheinlich Sachen, die man auch noch besser machen kann. Weil so viel gab diese Alkoholikerrolle jetzt auch nicht her. Beste Regie Ang Lee. Life of Pi. Ist es der Film aller Zeiten.
damit eben auch Steven Spielberg mit Lincoln geschlagen. Beast of the Southern Wild habe ich einen Kollege hinkriegen wollen, den mal im Kino zu sehen. Also wir hätten ihn fast gesehen. Mal richtig Anspruch. So, Film des Abends oder beziehungsweise Film des Jahres ist Argo geworden. Hat er mir natürlich alles geschlagen, was Rang und Namen ist. Zero Dark Thirty, Silver Linings, Les Miserables, Lincoln, Life of Pi. Liebe war witzigerweise auch mehrfach in den Kategorien nominiert. Das als fremdsprachiger Film, das ist ja mal selten. Django Unchained geschlagen, Beast of the Southern Wild geschlagen. Ja, Argo ist Film des Jahres. Ihr könnt ja mal einfach kommentieren. Ihr wisst ja so ungefähr, wer nominiert war. Ob ihr auch so entschieden hättet. Also ich sag ganz ehrlich, den visuellen Oscar hätte der Hobbit auf jeden Fall bekommen müssen. Aber gut, bei den anderen Kategorien, sage ich mal ganz ehrlich, kann ich mit leben. Ja. Und sonst schreibt einfach mal, was ihr überhaupt von so einer Veranstaltung haltet oder ob ihr einfach der Meinung seid, das ist jetzt auch langsam mal über, weil das ist ja eigentlich nur Selbstbeweihräucherung von Hollywood selber. Aber gut, sie ist gelaufen, sie ist durch. Mal gucken, wo wir uns nächstes Jahr wieder darüber aufregen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wie schon gesagt, ich werde euch da mit solchen Sachen auf Stand halten und ich nehme gerne Antwortvideos oder andere Sachen. Wer da was zu machen will, gerne. Ist ja ein bisschen auch in Vergessenheit geraten, diese ganze Oscar-Geschichte. Ich kann vielleicht noch eine Sache sagen, was ich so ein bisschen so gesehen habe. Ich bin eigentlich ein Freund, der diese Veranstaltung meistens skippt, also der wirklich dann zu den wichtigen Punkten kommt. Es hat ja ABC gemacht in den Staaten und ich will jetzt nicht meckern, aber ProSieben hat einen besseren Job gemacht als ABC selber. Also wer die Pre-Show gesehen hat, das waren Gestalten, die dürften bei uns nicht mal Punkt 12 moderieren. Und die hatten nicht mal einen Sprachfehler. Seltsam. Egal, muss ich nicht gut finden, ist auch wurscht. Ich bin euer Mr. Venom 1974, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und das war jetzt auch der Schlussgong. Das passt ja als Übergang. Bis dann. Tschüss.